Eigentlich müsste ich jetzt hier sitzen und tierisch angefressen sein. Warum? Naja, weil ich erst vor kurzem ein Video gemacht habe, also mein letztes Video, was ich hochgeladen habe auf YouTube, in dem ich den Titel bzw. den Arbeitstitel des 2024 erscheinenden Sequels zu Godzilla vs. Kong gedroppt habe. Der Titel ist einfach Origins, dazu habe ich dann noch eine Theorie verpackt, wie das Ganze irgendwie zusammenpassen könnte, weil Sequel ist eben eine Fortsetzung und Origins bedeutet eben sowas wie Ursprung und das passt irgendwie nicht so zusammen. Wenn dich meine Theorie interessiert, habe ich dir das Video mal hier oben verlinkt, da kannst du gerne draufklicken. Allerdings muss ich jetzt hiermit schon einen Teil meiner Theorie direkt revidieren. Warum das so ist? Naja, ich habe mit Timo Rose gesprochen. Er ist der Autor des im Oktober erscheinenden Buches King of Monsters, in dem er auch ganz viele Interviews mit Regisseuren, mit Schauspielern, mit Produzenten geführt hat. Und deswegen hat er einfach schon die Nase so ein bisschen in der ganzen Sache drin. Nochmal einen großen Dank raus an dich, Timo. Sobald das Buch von Timo auf dem Markt ist, werdet ihr es auf jeden Fall auch hier auf dem Kanal präsentiert bekommen. Ich habe jetzt hier eben gerade einfach mal den Oktober im Raum geschmissen. Ob das Buch wirklich im Oktober rauskommt, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Er versucht, das Datum einzuhalten. Auf jeden Fall werdet ihr auch hier auf dem Kanal informiert bleiben, wann denn das Buch King of Monsters erscheinen wird. Das Buch ist quasi ein gewaltiges Kompendium an Zusammenfassungen und Sammlungen mit Interviews, mit der Geschichte der Entstehungen der Kaiju-Filme, der Godzilla-Filme. Also wirklich einen dicken Batzen. Jetzt kommt der Oberclou. Es wird mehr als nur ein Teil davon geben. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, sobald das Buch draußen ist, erfahrt ihr es hier auf dem Kanal zuerst. Das heißt, der Titel des Videos ist wirklich kein Clickbait. Ich habe Informationen von ihm erhalten, die ich auch wirklich preisgeben darf. Und die Infos, die er mir zugeschickt hat, naja, die widerlegen so ein bisschen meine Theorie. In diesem Video werde ich, wie mit Timo abgesprochen, Timo selber sprechen lassen. Ich werde euch jetzt hier mal die Sprachnachricht vorspielen, die er mir zugeschickt hat. Und hier bitte nicht wundern, die Sprachnachricht, die wird gecuttet sein. Also ihr werdet merken, dass es hier und da kleine Zeitsprünge gibt. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass ich den lieben Timo auch gefragt habe, hier, wie sieht's denn aus, kann ich das auch wirklich alles auf YouTube preisgeben? Und er hat gesagt, nicht unbedingt alles, es gibt zwei Punkte, die du bitte rauslassen sollst. Ich halte mich demnach auch in unserer Abmachung und werde diese Parts eben rauscutten. Ansonsten hat er wirklich einen ganzen Haufen cooler Informationen, die mich sehr gefreut haben. Und hört mal rein, wir quatschen da gleich drüber. Moinsen, moinsen. Ja, bei dem Origins, da hatte ich das Exclusive. Also das, die Filmklappe, das war mein Exclusive für KDM. Ach, da gibt's einige News, die ich hier und da bereits habe, auch demnächst mal posten werde. Ja, also auf jeden Fall ein Godzilla- und Kong-Film. Und Arbeitstitel ist Origins. Ob das so bleibt, steht im Moment zu 90% fest, also zu 90% Origins. Und diese 10%, ne, stehen noch auf einem kleinen wackeligen Fuß. Ja, Gia ist wieder mit dabei, Bernie Hayes ist wieder mit dabei, Eileen Andrews ist wieder mit dabei. Also ein paar Leute aus Godzilla vs. Kong. Dann gibt es einen neuen Cast, neue Leute. Ja, Skull Island wird beleuchtet. Es gibt eine K-12, Monarch K-12 School. Also alles unter 12 Jahren, was da an Kindern reingestopft wird, das wird da reingestopft, um Kinder zu unterrichten über Kaijus etc. bla bla. Ein großer Teil, ein richtig krasses Battle, wird an der Copacabana in Rio de Janeiro stattfinden. Das sind so die Sachen, die ich dir mal kurz mit auf den Weg gehen kann. Und ja, aktuell gibt es ja wirklich viele Gerüchte. So 90% der Gerüchte besagen, es ist ein reiner Kong-Film. Das ist totaler Quatsch. Also es ist ein Godzilla- und Kong-Film. Und Godzilla wird mehr haben als nur einen kleinen Gastauftritt. Also da geht einiges. Achso, und Dan Stevens spielt mit. Er spielt den Enkelsohn von Bill Render, Steven Render. So, was habe ich jetzt damit gemeint? Eigentlich müsste ich mich darüber aufregen. In meinem Theorievideo habe ich noch ganz groß angepriesen, dass der neue Film, der jetzt eben 2024 erscheint, das muss ein Kong-Film sein. Godzilla wird da wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Timo hat nun aber genau das Gegenteil preisgegeben. Es wird ein Godzilla- und Kong-Film werden. Und ich muss sagen, ich finde das ganz cool. Ich finde die Idee wirklich cool, dass wir in Godzilla vs. Kong auch gesehen haben, okay, die beiden erkennen sich jetzt eben schon, die beiden kämpfen auch zusammen. Also warum nicht? Warum sollte man jetzt wieder den Schritt gehen und sagen, komm, wir machen erstmal Einzelabenteuer und dann irgendwann gibt es dann das Avengers, des Monsterverses und dann treffen die beiden wieder aufeinander. Ich bin kein Fan von großen Universen. Wir bekommen jetzt aber das Monsterverse, wenn das Ganze allerdings so weiter aufgebaut wird, dass man eben nicht sagt, wir geben jetzt erst jedem Monster einen einzelnen Film, sondern packt dann doch die Monster irgendwie alle zusammen, dass sie irgendwie gemeinsam in den Film auftreten.
dann habe ich da doch schon wieder mehr Bock drauf. Eine Frage, die ich euch jetzt stellen möchte, und nein, da weiß ich die Antwort wirklich nicht drauf. Welches Monster kommt in Rio aus dem Wasser? Wer ist hier der Gegenspieler von Godzilla vs. Kong? Ein Wunschgegner von mir wäre irgendwie Biollante, weil ich Biollante sau gerne in einer Neuverfilmung sehen würde. Gibt es irgendein Monster, das einen bestimmten Bezug zu Rio de Janeiro hat? Mir fällt jetzt auf jeden Fall keins ein. Wenn ich irgendwas übersehe und du hast auf jeden Fall Infos für mich, dann erzähl mir das, schreib es mir in die Kommentare unten rein. Und sobald ich mehr weiß oder mehr erzählen darf, erfährst du es auf jeden Fall hier auf diesem Kanal. Deswegen macht es jetzt auch total Sinn, den Abo-Button und die Glocke zu aktivieren, damit du keine News mehr verpasst. In diesem Sinne bin ich aber erstmal raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.